So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wie soll es alles sein? Pünktlich um 8 hat heute der Wecker geklingelt. Und um 9 und um 10 und um 11. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, mal rauszugehen. Ne? Denn die neue Forschung ist da im Celebi Event. Shiny Celebi Event oder wie auch immer. Geheimnisse des Dschungels. Nennt es sich, endet in 3 Tagen und 10 Stunden. Ist das denn das Richtige, ja? Wilde Forscher Pikachu erscheinen, auch als Shiny natürlich verfügbar und auch morgen in der Spotlight-Stunde. Besondere wilde Event-Pokémon, besondere 5-Kilometer-Eier, aus denen auch Shiny Geronimatz schlüpfen kann. Besondere Event-Raid-Bosse, unter anderem auch Pikachu und Geronimatz, also geht auf Shiny Geronimatz-Jagd, geht auf Shiny Pikachu-Jagd, überraschende Event-Begegnungen in Go-Schnappschuss, Mauzi-Ballons. Wir gucken uns, da lädt schon wieder jemand ein, oder? Hier seht ihr, überall sitzen die Pikachus rum, Mops-Geschwader hat eingeladen für einen Kyurem-Raid und hier habt ihr die Aufgaben, die wir machen müssen heute, verschicke 10 Pokémon. Fange 10 Pokémon vom Typ Pflanze, entwickel 3 Pokémon vom Typ Pflanze. Ich gehe mal fix hier rein. Ich will mir mal die Lobby angucken von dem Kollegen. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch schaffe. Mal gucken, ob da ein paar Leute drin sind. Oder ob das jetzt... Ach, ich habe keinen Pass. Wunderbar. Jetzt ist die Lobby bestimmt gleich um. Grüße gehen raus an Mopsgeschwader. Danke, dass du eingeladen hast. Ist wohl nichts mehr geworden, glaube ich, ne? Denn wir sind... 6 Leute, da mach ich doch mal mit, ne? Ich melde mich gleich zurück, wenn der Kampf vorbei ist und dann gucken wir mal, ob wir es fangen können. So, da sind wir jetzt angekommen in der Caritas Gas, ne? Warum sind wir in der Caritas Gas? Hier hat einfach jemand ein Moosmodul angemacht, wir gucken mal. Angelina Pfaff. Grüße gehen raus, die das Moosmodul angemacht hat, wenn die so heißt. Wir fangen jetzt ein... Wurmball, das müsste nämlich das letzte Pflanzen-Pokémon sein. Ich habe nur eine Hand, deswegen haue ich jetzt einfach mal hier nur den Hyperball drauf. 10 Pflanzen-Pokémon, 3 entwickeln, 10 verschicken, wobei 10 ist egal welche, müssen keine Pflanzen sein. Ihr seht, die Aufgabe ist fertig. 10. Hier oben sitzt auch noch ein Forscher-Pikachu. Und wenn ihr mal guckt, auf dem Weg hierher, ich habe das Kyurem natürlich gefangen und auf dem Weg hierher habe ich im Prinzip nur Wurmball bekommen. Alles, was Pflanze war, war Wurmball. Überall Wurmball hier, Wurmball da. Es ist also das Wurmball-Event und nicht das Team Go Rocket irgendwas. Wir müssen jetzt noch 1 entwickeln. Am besten, wir entwickeln direkt einfach einen Wurmball. Vielleicht das höchste hier mit 566. Ja gut, ich habe nicht so viele Bonbons. Das, vielleicht sollte ich mir das aufsparen. Wir tippen mal Pflanze ein, ja. Pflanze. Zum Glück kann man schreiben, was man will. Das korrigiert das selbst in das Richtige. Und gucken mal, was wir hier für eins drin haben. Wie hier Samurzel. Samurzel ist so unwichtig. Das hat ein Z-Day. Ihr habt davon so viele Bonbons. Entwickelt einfach Samurzel. Also Samurzel entwickeln, fertig. Damit macht ihr eh nichts. Ich weiß, manche nehmen Tengolist natürlich für die... Superliga, Hyperliga, Meisterliga nicht, dafür ist es zu schlecht. Ich glaube in der Superliga oder Hyper, korrigiert mich, schreibt es mir rein, wofür ihr Tengolist nehmt. Ich habe es noch nie verwendet. Wir haben jetzt also das auch entwickelt. Genau, müssen noch 10 verschicken und dann ist das erste Kapitel auch durch. Wir nehmen einfach gleich hier die ersten 10, die wir bekommen. Igamaro auch noch, sind genau 10. Bis zum Kyurem gewesen. Hau mal weg, gucken uns die Belohnungen an. Haben hier nämlich eine Pokémon-Belohnung drin. Es ist schon wieder so viel Verkehr in der hintersten Gasse. Ja, du denkst wirklich, du bist an der Hauptstraße. Noch ein Blanas. Braucht man eigentlich nicht. Keine Ahnung. Wie findet ihr Blanas? Manche finden das cool, weil das aussieht wie so ein kleiner Ninja. Ich find's... Ja... Ich kenne die Vorentwicklung, die Nachentwicklung, ne? Deswegen Blanas flasht mich jetzt nicht. Wir können es aber, weil es aus der Quest kommt, mal kurz bewerten. Ist auch schlecht, wie man sieht. Wir haben aber ja noch eins. Vielleicht ist das jetzt was Besseres. Ein Wurmball. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen heute. Theoretisch hätten wir jetzt gleich auch eine gelbe Beere nehmen können, um nochmal Bonbons zu sammeln. Aber...
Ich habe ja nur eine Hand, deswegen muss ich jetzt alles schnell mit rechts machen, dass wir hier fertig werden und hier weg können. Mir ist es einfach hier viel zu laut und zu stressig. Das sieht schon besser aus. Ihr seht auch, der Bewertungsbutton, wenn ihr irgendwas bewerten wollt, ist ja jetzt an dritter Stelle von unten gesehen, wird aber mit dem neuen Update wieder an zweite Stelle geruckt. Wir holen jetzt die Kapitelbelohnung ab. Vielleicht haben wir jetzt was Krasses drin. Das ist ja noch schlechter. Finde ich ja sogar Baumboll noch besser. Baumboll besser als Dicta. Was sagt ihr dazu? Wie ist euer Ranking? Wir gucken uns gleich Kapitel 2 an. Gucken mal, wie weit wir machen. Es sind ja 4 Kapitel. Vielleicht können wir 1 und 2 in einem Video machen. 3 und 4 in einem Video. Dann haue ich das nämlich heute und morgen raus. Und Mittwoch gibt es ja dann wieder Raid am Mittwoch. Auch schlechte Bewertung hier. Und es geht weiter mit... Jetzt winken die auch noch. Wir wollen uns gar nicht durchlesen. Lasst euch nicht beeinflussen. Spiel 10-mal mit deinem Kumpel. Mach einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Pflanze. Gib deinem Kumpel 10 Snacks. Das ist ja gar nichts. Das heißt, wir machen eine Überblendung. Da schmeiße ich euch ein Pikachu hier rein und melde mich woanders nochmal, wenn wir die Aufgabe mit dem Buddy fertig machen. So, wir sind zurück. Wir wollen jetzt natürlich einen Buddy auswechseln. Den Buddy auswechseln. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wir nehmen einen, den wir sowieso schon mal hatten, um da weiterzumachen. Ich gehe eigentlich immer die Liste von hinten durch, welche fertig waren und welche als nächstes drankommen. Das seht ihr dann, wenn ihr immer seht, dass da überall schon die beste Buddy-Abzeichen dran sind. Den habe ich nur aus Spaß mal rein, den wollte ich nicht machen. Das Entei wäre das nächste, deswegen nehme ich das mal rein. Das hatte ich Thanks Go Zero genannt, weil der bei PayPal eine nette Spende hinterlassen hatte. Habe ihn noch nicht wieder umbenannt. Jetzt sieht es aus, als würde der jeden Tag 5-mal spenden. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Ihr sollt ja füttern. Ihr könnt theoretisch, glaube ich, alle 10 Bären mit einmal füttern. Ja? Ein Bild soll man auch machen, aber von einem Pflanzen-Pokémon. Das ist jetzt hier kein Pflanzen-Pokémon. Wir haben aber ein Souvenir gefunden. Wir machen trotzdem mal ein Bild. Da seht ihr nämlich das Team Go Rocket, also Jesse und James, da sind. Wir füttern jetzt einfach mal die Bären, ja? Das müsst ihr jetzt einmal zählen. Das müsst ihr nochmal zählen. Deswegen ist das für mich eine komplett sinnlose Aufgabe, meiner Meinung nach. Denn selbst wenn der voll ist, ich meine, jetzt ist es ja noch logisch, ihr füttert und es zählt dazu. Aber selbst wenn er voll ist und gar nicht mehr gefüttert werden will, könnt ihr, glaube ich, trotzdem weiter füttern und es zählt weiter dazu. Also 10-mal einfach eine Beere füttern. Vorher müsst ihr 10 Pflanzen-Pokémon fangen, wo es doch nur Baumboll gibt, gefühlt. Und dann plötzlich sowas. Also wenn es dafür Shiny Celebi am Ende gibt, weiß ich nicht. Dafür war es halt kostenlos. Aber dieser Wert, Shiny Celebi, kostenlos, Mewtwo, ach, Mew, Shiny Mew, 13 Euro. Aber in einem fetten Event mit viel Aufwand. Und nur einen Tag Zeit und alle Pokémon fangen. Und hier steht ihr da und schmeißt permanent sinnlos Bären auf ein und dasselbe Pokémon drauf. Es ist nur zeitintensiv, aber ansonsten, es ist auf jeden Fall nicht schwer. Ob das mit dem Spielen auch so funktioniert, das werden wir gleich sehen. Ich teste das mal kurz mit dem Spielen. Wenn ich jetzt hier den... streichel, passt das? Ja. Da, 1 von 10. Wenn ich es jetzt nochmal mache, ist das dann die 2 von 10? Ja. Ich melde mich zurück, wenn ich bei 9 von 10 bin, bei beiden. So, wir sind jetzt zurück bei 9 von 10. 9 mal spielen, 9 Snacks und ein Schnappschuss. Wir werden es deshalb so machen. Gut, hier das. Das Geschenk, was auch immer das ist, holen wir noch fix ab. Ich werde den Buddy aber nochmal wechseln, werde dann ein Pflanzen-Pokémon reinnehmen, mal gucken, welches wir zur Auswahl haben und werde an dem dann den Rest machen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier drauf, auf die Kumpelchronik, ja, gehen also hier hin. Ich brauche komplett neu. Also gehe ich hier hin, boah, das ist aber auch, guck, Kumpel wechseln. Wir geben mal Pflanze ein. Es korrigiert wieder von alleine. Was ist das heftigste Pflanzen-Pokémon, was wir haben? Tangolos. Ist aber jetzt nicht so nützlich. Ich würde sagen, wir machen auch mal eine Roserade zum Best Buddy. Deswegen packe ich den jetzt hier rein.
und mache an dem die Aufgabe jetzt fertig. Das heißt, also ganz gemütlich, wir werden ihn einmal streicheln, wir werden ihn einmal füttern, wir werden einmal ein Bild von ihm machen. Der kriegt jetzt eine goldene Beere von mir, dass er gleich fertig ist. Da geht das einfach schneller, als wenn ich dreimal drauf werf. Auch schön die einzelnen Animationen, wie die Pokémon natürlich immer fressen, ja. So. Der lässt sich schon mehr streicheln als der andere und noch ein Bild machen. Da müsste jetzt alles fertig sein eigentlich. Mach einen Schnappschuss, genau, ist auf jeden Fall auch fertig. Jetzt können wir hier wieder die Sachen abholen, da ist ein Knusp drin. Ich habe gar nicht geguckt, was halt... Was ist denn jetzt gespawnt? Das Litumilf oder so, glaube ich. Könnte man einen Shiny-Check machen, muss man aber nicht. Wadripje, auch auf jeden Fall sehr cool. Nehmen wir auch mit, hätten wir auch Bonbons farmen können. Habe ich wieder nur eine Hand, kann ich leider nicht machen. Wir warten jetzt einfach bis das... Junge, jetzt mach keine Faxen. Ich habe keine Zeit, ich muss wieder rein. Deswegen dürfen immer nur 5 Minuten raus. Wir drücken jetzt hier drauf, gucken uns das an. Und dann... Toll. Die Schweine. Hat auch wieder schlechte IV, aber wir haben ja noch 2 zum Abholen. Die Kapitelbelohnung haben wir auch noch da, ein Kikugi. Ich finde jetzt schon die Belohnungen aus dem zweiten besser als aus dem ersten. Aber ist ja klar, die können im ersten ja nicht die krassen Teile raushauen. Sie hauen also ein Kikugi raus, braucht man eigentlich auch für nichts. War früher selten, hat man sich dann immer aus dem Moosmodul gegönnt. Aber wir haben noch die Kapitelbelohnung übrig. Ja, IV auch für die Tonne. Und da bin ich jetzt gespannt, was da drin ist. Gibt es auf jeden Fall auch nochmal 1000 EP und 500 Staub dafür. Und es ist ein Pinsir. Hätte auch shiny sein können. Wenn ihr einen shiny Pinsir bekommen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Das nehmen wir jetzt noch mit. Dann würde ich sagen, war es das von Kapitel 1 und 2. Mal gucken, ob es in Kapitel 3 und 4 genauso lustig weitergeht. Die machen wir dann aber im nächsten Video morgen. Das lade ich jetzt gleich hoch. Mein Bier-Adventskalender muss ich auch noch filmen. Das bewerten wir noch kurz. Und dann würde ich sagen, ja, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.